Hallo meine lieben Kreativhörtchen, schön, dass ihr da seid. Heute ist ja der letzte Tag von November, sprich morgen fängt definitiv die Weihnachtszeit an und definitiv der Winter. Ich weiß, eigentlich hat er schon längst angefangen, aber hey. Und dem zu Ehren möchte ich nochmal gerne was basteln. Ich habe diesen süßen kleinen coolen Eimer gefunden oder Wanne oder wie wollen wir es nennen? Hugo. Ich habe Hugo gefunden. Das ist jetzt Hugo. Und ich möchte Hugo gerne verbasteln. Und zwar in ein Diorama. Und abgesehen davon, dass Hugo unglaublich schöne Geräusche macht. Albernheiten vorweg. Dafür habe ich mir diesen Teller ausgeschnitten, also diesen Kreis, habe den abgemessen und will den hier reinkleben. Mir ist aufgefallen, mit Heißklebe funktioniert das nicht. Also mit Heißklebepistole funktioniert das nicht. Also probieren wir es jetzt mit doppelseitigem Klebeband. Und weil das wahrscheinlich eine etwas härtere Aktion wird, nehme ich dieses hier. Das ist, ich muss es erstmal rausholen. Das habe ich für super besonders sticky Geschichten. Weil es, ich krieg's nicht mal raus, so gut eingepackt, dass man nicht mehr drankommt, weil es wirklich, wirklich extrem gut hält. Ich weiß nicht, ob ihr von Ideen mit Herz diese pinken, diese pinken doppelseitigen, mattenartigen Kleberdinger kennt. Die hatten sie mal im Angebot. Und im Prinzip ist das gleiche, nur halt als Band. Ich nehme das mittlere. Und diese Dinger haben wirklich gehalten wie sonst was. Also wirklich, man konnte damit gefühlt Menschen an der Wand kleben. Und das erhoffe ich mir jetzt hiervon auch. Dass ich will keine Menschen an die Wand kleben. Ich möchte einfach nur dieses Teil hier reinkleben. Und hoffe einfach, dass es hält wie sonst was. Kennt ihr diese Kleberteile, von denen ich spreche? Wenn ja, schreibt mir das mal. Ja, es geht. Ich hätte es mir jetzt kräftiger vorgestellt. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Die haben sie aber, glaube ich, schon lange, lange nicht mehr im Sortiment. Also, ich klebe es jetzt. Einfach nur hier unter den Rand. Stück für Stück die Rundung mitnehmen. Dadurch, dass es sich nach unten verjüngt, habe ich da auch immer eine Verwerfung drin. Aber das ist nicht schlimm, es muss ja einfach nur halten. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, dann sehen wir schon, ob es im Endeffekt wirklich das Ganze so zusammenhält. Oder es mir am Ende auseinanderpurzelt. Das wäre super, super schade, aber ich hätte was gelernt. Und mit etwas Glück ihr auch. So. Dieses komische Teil brauche ich gleich noch. Ich will es wieder zukleben. So. So. Das ist schon mal einmal drumherum geklebt. Und dann schneiden wir es nochmal ordentlich ab. Hoch. Okay. Oh, ja. Ich wollte gerade sagen, was hält es denn, wenn es jetzt schon abgeht? Nee, es geht nicht ab. Das war die Schutzfolie, die mir abgegangen ist. Das kann weg. Das rollen wir mal schnell wieder auf. So. Freut ihr euch denn schon auf Weihnachten oder seid ihr noch überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung?
Es würde mich echt mal interessieren, weil mir ist aufgefallen, es gibt immer, also zumindest in meinem Bekanntenkreis, habe ich zwei ganz, ganz große Lager. Einmal das Lager, die voll auf Weihnachtsstimmung sind und schon megamäßig Bock auf Weihnachtsmärkte haben. Die ersten haben ja auch schon begonnen und richtig Lust auf Glühwein und auf Plätzchen und dekorieren und ja, all dieser Weihnachtsstuff, den man halt da so hat. Und dann die Zweiten, die sagen, nee, immer erst vor Weihnachten, also ganz, ganz kurz vor Weihnachten oder auch teilweise, ich kenne Leute und so war ich jahrelang auch, die sind nach Weihnachten erst in Weihnachtsstimmung gekommen. Wie gesagt, ging mir auch jahrelang so. Wo gehört ihr dazu? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Das interessiert mich total. So, muss mich jetzt eine halbe Sekunde konzentrieren, damit ich das gerade hinbekomme. So, weil sobald das klebt, klebt es. Und ich will es auch wirklich gerade reinkleben. Weil wir haben ja gleich noch was damit vor. So. So. Und einmal drumherum geklebt. Also es sitzt, es wackelt, es passt. Ey, ich bin begeistert. Der Kleber klebt. Ich weiß, klingt blöd. Aber es funktioniert. Zumindest bis jetzt. Ja, okay, hier der klebt nicht so gut. Vielleicht kann ich den mit ein bisschen Uhu nachkleben. Der gute alte Bastelkleber. Der rettet immer alles. Okay, diesmal rettet er nicht alles. Baut er genug Druck auf? Ja. Ach, wird schon. Wie habe ich es denn geschafft, dass das hier ordentlich hält, hier aber nicht? So, dann klebt das schon mal drinne. Und ich möchte das jetzt gerne mit Servietten beziehen. Die gute alte Serviettentechnik. Kennt ihr die noch? Wenn ja, haut es mal in die Kommentare. Wir haben die schon in meiner Kindheit gemacht. Und ich habe sie geliebt. Ich habe sie wirklich geliebt. Und heute mal. Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Und wieder, heute habe ich sie wiederentdeckt. Also nicht heute jetzt sofort, sondern vor einiger Zeit. Aber sie macht halt so viel Spaß. Ich bin jetzt am Überlegen. Ich habe mir das ungefähr so vorgestellt. Aber finde ich das so nice mit den Füchsen? Oder möchte ich lieber, wartet mal eine Sekunde. Oder möchte ich lieber die haben? Die gab es, glaube ich, mal bei Action für, oh Gott, was hat es drauf geschrieben? 99, 89? 89 Cent. Die ist total schön. Aber die ist voll weihnachtlich und ich will es nicht weihnachtlich. Ich will es eigentlich. Wie
Wir bleiben bei Herbst, wir bleiben bei dem hier. Ich kann es ja, wenn ich möchte, nochmal weihnachtlich machen. So, Klammer hat ausgeklammert. Und ich will diese hier und diese unglaublich niedlichen Tierchen. Für alle, die nicht wissen, wie es geht. Also, wir nehmen dafür einen Potsch. Es gibt dafür matten Potsch. Es gibt dafür glänzenden Potsch. Es gibt 100.000 gefühlt verschiedene Arten von Potsch. Ich habe einen Art Potsch. Das ist ein Lack und ein Leim gleichzeitig. Extra für die Serviettentechnik. Das Zeug ist eigentlich ganz cool. Von Hobbyline. Ich kann euch nicht sagen, woher ich es habe oder wie viel es gekostet hat. Es ist aber ganz wichtig auf Wasserbasis. Das heißt, es ist nicht so unverträglich. Ich bin ja gerade mit der Haut etwas empfindlich. Und es ist... gerade im Moment im Winter kickt meine Neurodermitis wieder so leicht. Da muss ich echt aufpassen, mit was ich umgehe. Und die Erkältung hat ihr Restliches dazu getan. Außerdem ist es geruchstechnisch besser. Also, wir brauchen einen Potsch und wir brauchen Servietten, logisch, aber nur die oberste Schicht. Also nur die, ja. Und dann im Endeffekt wird es ganz einfach gemacht. Wir nehmen den Potsch und grundieren das im Prinzip. Das heißt, wir schmieren unten das ein. Ein Fleckchen. Und streichen da dann ganz, ganz dünn. Also ich habe hier schon wieder fast zu viel. Ich verstreiche das erstmal. Und nehmen dann die Serviette. Wir können die im Ganzen drauf tun, wir können die zerreißen. Wir müssen nur aufpassen, weil die wirklich dünn ist, dass wir sie nicht kaputt machen beim wieder draufstreichen. Also wir nehmen wieder was und streichen dann hoch. Und ihr seht, ich habe schon ein Loch reingerissen. Das passiert damit extrem schnell. Super, super vorsichtig. Er trocknet auch durchsichtig aus. Thank you.
die Schicht ist gemacht und geschafft. Das muss jetzt erstmal trocknen. Wie ihr gesehen habt, habe ich zwischenzeitlich den Pinsel gewechselt. Der war ein bisschen durch, mit dem hat es viel besser funktioniert. Also achtet schon darauf, dass ihr einen smoothen Pinsel habt und dann klappt das auch recht gut. Habt da ein bisschen Geduld und ich lasse es jetzt erstmal austrocknen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Der Potsch ist jetzt getrocknet und ich finde das Ergebnis bis jetzt richtig cool. Dass mein Teller, also dass die Pappe unten drunter weiß ist, hilft mir, denn wie ihr seht, sieht man es durch. Wenn ihr eine andere Farbe haben wollt, malt es vorher an, denn durch die meisten Servietten sieht man den Untergrund durch. Den Rand habe ich auch bestrichen und zugeklebt, aber nur hier oben das Teil, ihr seht. Fand ich in dem Moment sehr, sehr schön. So, und dann habe ich mir einiges rausgesucht. Sieht total strange aus, ich weiß, aber es sind Steine, beziehungsweise es ist Pappmaché in Steinform. Einmal zerschnitten und einmal ganz. Dann habe ich aus Nussschalen, beziehungsweise aus diesen Nussdeckelchen Pilze mir gemacht, in verschiedenen Größen. Die habe ich schon vorgearbeitet. Wenn euch interessiert, wie ich die gemacht habe, kann ich gerne ein Video dazu machen. Schreibt es mir super gerne in die Kommentare. Dann Perlen mit den Gesichtern, also mit Gesichtern und dann die Eichelhütchen als Hut, ein Bäumchen und ihr seht, kleine Pflanzen, mehr Pilze, eine Spinne, wie auch immer die da reingekommen ist. Ja, ich werde mal experimentieren. Dann ein paar Holzscheiben und ein paar Pflanzen. Das ist das, was ich mir bis jetzt rausgesucht habe. Und was ich dann hier einbringen möchte. Heißklebepistole ist auch schon aufgewärmt. Und der erste Tropfen klebt schon an mir. Und ich denke, wir können dann auch schon beginnen. Ich muss nur erstmal schauen. Kleben wir mal den ersten Stein auf. Nein, es zieht fehl. So. Also die Idee ist, dass es dann im Endeffekt so stehen bleibt.
Unsere Steine kleben schon mal. Da es so stehen soll, sind die auch perfekt zum Ausbalancieren geeignet. Und dann können wir weitermachen mit dem Hintergrund. Beim Einkleben selber beachte ich nicht viel. Ich überlege mir ehrlich gesagt auch eher spontan, während ich das baue, was möchte ich erreichen, wie soll es ungefähr aussehen und setze es dann Stückchen für Stückchen ein. So, ich denke, drei Pilze reichen auch erstmal. So viel Raum haben wir dann auch nicht zum Gestalten. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich die benutzen möchte. Bin ich mir noch nicht ganz so sicher. So, die Pilze sitzen. Damit das Ganze so ein bisschen mehr Natur-Vibes bekommt und man die Übergänge nicht so sieht, nehme ich jetzt das Moosmedium von Ideen mit Herz. Das kennen wir schon aus dem Halloween Cottage. Also ihr kennt es daher, ich kenne es schon ein bisschen länger. So. Und das hat so eine leicht faserige Struktur. Und ich kann mir jetzt mit dem Pinsel ein bisschen was rausholen. So, ihr seht gar nichts, ist runtergefallen. Ihr seht diese leicht faserige Struktur. Und es macht nicht, ja, richtiges Moos sieht besser aus. Ist aber auch immer so eine Sache. Wobei ich echt am Überlegen bin, ob ich da ordentliches Moos drüber setze. Ich habe ja noch was. Na komm, raus da.
wirklich zufrieden bin ich damit nicht so unbedingt. Ich denke, ich hole erstmal das richtige Moos. Also, ich hole mir erstmal Moos. Ich habe mir jetzt Deko-Moos geholt und nochmal anderes Moos. Und werde jetzt mal schauen, ob ich damit weiterarbeite. Also mit diesem hier. Ich finde das Ergebnis gar nicht so schlecht. Vielleicht wird es eine Mischung aus diesem Medium und dem richtigen Moos. Ich denke, dass ich da so eine Mischung draus machen werde. Muss nur dann schauen, wie. Weil mit der Heißklebepistole an hier hinten diese, an diese Stellen zu kommen, wird sehr schwierig. Auch, dass es dann ordentlich aussieht. Und dann könnte das Medium wirklich, wirklich hilfreich sein. Ich denke, wir schauen einfach mal. Wie immer schauen wir mal, dann sehen wir schon. So, ich habe jetzt die hinteren beiden Pilze erstmal ein bisschen bemoost und vorne den Übergang etwas flüssiger versucht zu gestalten und nehme mir jetzt von diesem Moos etwas und von diesem Moos etwas. Ganz andere Struktur, ganz andere Farbe. Werde dann mal probieren, das so halbwegs dekorativ hinzutrapieren.
Soweit bin ich bis jetzt. Ich finde es sehr schön. Ich habe jetzt noch dieses silberne Kraut gefunden. Möchte das hier hinten ankleben. Also hier hinten einen riesigen Klecks Heißklebe hin. Okay, so riesig wird der Klecks nicht. Und dann erstmal das reinstellen. Ich glaube, vorher brauche ich aber definitiv noch mal ein bisschen mehr Heißkleber. Und so, das ist doch mal ein großer, großer Klecks Heißkleber. So, hoch. Und davor darf dann gleich noch mal ein Hauch von Moos. Ich liebe es, Dioramen zu bauen. Das ist immer eine ganz andere Art von Kreativität. Immer ein ganz anderes Art, eine ganz andere Art von Arbeiten als mit Papier oder mit Stempeln. So, ich möchte gern irgendwie noch ein Stück Holz einbringen. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich das hier vorne einfach dran klebe. Wäre theoretisch eine Möglichkeit. So, hier kommt dann das Holz. Und dann dieses hier. Das kann dann hier vorne dran geklebt werden. Aber erstmal muss es ordentlich auspadovert werden, wie rum es stehen soll. Okay. So ungefähr. Mehr hin, da da eh Moosgummi drauf kommt. Moosgummi, genau. 50% des Wortes waren richtig, ist noch Moos drauf. Während das auskühlt, habe ich mir überlegt, ich habe diese Köpfe und ich habe Tannenzapfen. Ich könnte damit Männchen machen. Keine Ahnung. Irgendwie ist es süß. Also, probieren wir es. Am besten mache ich hier den Klecks Heißklebe drauf. Und dann kommt das hier, wird es hier drauf gesetzt und muss dann nur noch auskühlen. Einmal. Auf den Kürbis kommt dann auch noch mal ein Köpfchen. So, das sind dann schon mal meine zwei Feen.
hier einziehen dürfen. Beziehungsweise hier mitwohnen.
so weit ist es bis jetzt. Ich finde diese kleine Kugel hier vorne eigentlich ganz süß. Hab jetzt überlegt, ob ich hier vorne noch mal ein bisschen Moos drumherum setze, dass es grüner, voller wirkt. Mit dem hier hinten bin ich auch noch nicht ganz so zufrieden. Und ich glaube, hier hinten will ich noch mal was reinsetzen. Ich habe so Lust auf einen Tannenbaum, aber ich finde, der passt einfach nicht. Was sagt ihr? Passt er oder passt er nicht? Wenn ich den jetzt noch 10-mal da hinten reinknüttel, kann ich noch festkleben. Ich muss mich nur wirklich entscheiden. Was möchte ich noch drin haben? Hier unten soll noch ein bisschen Moos hin. Da sieht man noch den Heißkleber. Gut, dass hier so viel Moos noch rumliegt. Und hier könnte noch ein bisschen Moos drunter. Hier habe ich noch Moos und hier habe ich noch Moos. Okay, ich habe noch genug. Ich könnte von dem auch mal was benutzen. Da soll aber tatsächlich nicht so viel hin. Nur das... Toll. Jetzt habe ich das natürlich drunter geklebt. Nur das Ganze so ein bisschen... Ja. Einrahmen. So, la. Ich glaube, hier hinten aber noch mal eine Pflanze hinzusetzen, also noch mal ein Farn wird das Ganze nicht besser machen. Vielleicht davon noch mal ein oder zwei. Gott, mein Schreibtisch sieht im Moment aus wie ein grünes Schlachtfeld. So, und dann hier hinten. Und dann und noch mal einen. Und toll. Ein bisschen mehr Konzept, bevor man losbastelt, hilft. Was ganz ehrlich, ich lasse mich tatsächlich extrem gerne spontan überraschen und leiten und komme dann ab und zu mal an so Stellen, bei denen ich mir denke, was machst du da jetzt? Nein. Das könnte schon fast wieder cool aussehen. Also kommt hier draußen nochmal Moos dran. Vielleicht hier hinten noch mal was, damit das mehr hoch steht. Ich bin soweit echt zufrieden damit.
hier könnte noch mal ein bisschen von dem Moos dran. So. Und so. Dass es den Griff jetzt ein bisschen einrahmt. Kennt ihr das Problem mit der Heißklebepistole und den Fäden? Falls ja, schreibt es mir gerne mal runter in die Kommentare. Falls ihr eine Heißklebepistole gefunden habt, die keine Fäden zieht und nicht tropft, Link bitte in die Kommentare oder einfach nur den Namen oder einen Tipp oder weiß ich nicht, weil... Ja, okay, das ist auch jetzt nicht die beste, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist kein Profi-Gerät. Aber ich glaube, ich hatte bis jetzt leider noch nie wirklich eine, bei der ich gesagt habe, die tropft gar nicht. Oder die zieht überhaupt keine Fäden. Vielleicht kennt ihr ja so eine. Falls ja, wie gesagt, super gerne in die Kommentare. Würde mich tierisch drüber freuen. So, ich habe noch anderes grün gedöns. Das wird bald zum Urwald, wenn ich so weitermache. Aber ich finde es irgendwie gerade mega schön. Es macht super viel Spaß. Es ist extrem entspannend. Diese Zusammenstellung von den verschiedenen Pflanzen. Was habe ich denn hier noch drin? Efeu, dieses kleine Zeug. Ich weiß aber nicht, dass das passt. Sowas für mich. Habe ich noch einen Pilz hier hinten? Habe ich noch einen Pilz? Der würde aber auch nicht passen. Nein, der würde das Ganze nur... Ja, nein, passt nicht. Also kein Pilz an dieser Stelle. Und dabei habe ich noch so viele von denen. Das ist echt so die Miniatur. Und wenn ich da jetzt so einen riesen Klopper an Baum hin donner, könnte das mir das echt zerreißen. Also nehmen wir hiervon einfach nochmal ein paar. Also so, wie viel habe ich denn davon? Ich glaube, das war mein letztes. Einmal das und einmal dieses hier. Joa. Probieren wir das mal so. Einmal. Und zweimal. Dann kommt davon noch mal was rein. Wo ist mein Schaschlikspieß? Der ist echt genial, um so kleine, pupsige Sachen hinzubringen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Wenn ich hier ein bisschen Kleber aufbringe und das dann andrücke,
perfekt funktioniert. Weil an die Stelle hier hinten mit dem Heißkleber dran zu kommen, ist schwierig. Oh nein! So. Und dann kommt von den Teilen nochmal gefühlt 500.000. Okay, ich habe nur noch 4. 5. Da hinten liegt noch eins. Nummer 1. Nummer 2. Dann kommt dieses hier. So, das kommt dann leicht verklebt hinten dran. Und da hinten ist dann mehr und hier das. Okay, da könnt ihr noch eins hin. Habe ich noch von den großen? Du kommst definitiv weg. Ich habe von den kleinen noch ganz viel. Nee. Hier unten brauche ich kleine. Das braucht auch kein Moos. Da ist auch genug Moos dran. Ich räume jetzt erstmal auf und ich denke, dann sind wir gleich fertig. Also sehen wir uns gleich wieder. Das ist jetzt das Endergebnis. Ich finde es unglaublich süß und total schön. Also ich glaube, als Fee, Elf, Gnom, Reh, was auch immer, würde ich da gerne leben. Abgesehen davon, dass Wasser fehlt und so. Aber das ist ja erstmal egal. Stück für Stück. Beim nächsten packen wir vielleicht hinten noch einen Wasserfall drunter. Also hier so hin. Das wäre bestimmt mega cool. Damit das Ganze bewohnt wird, habe ich jetzt auch einmal eine kleine Fee aus einem Tannenzapfen und eine Kürbisfee gemacht. Das sind Perlen vom Teddy, die haben schon die Gesichter drauf. Und das ist ein ganz normales Eichelhütchen, einfach nur grün angemalt. Hier dasselbe. Und die passen eigentlich, abgesehen davon, dass ich sie nicht gut ausbalanciert habe, echt gut dazu. So, sähe das dann aus. Oder so. Ich bin echt zufrieden damit. Ich habe auch noch ein zweites gemacht, beziehungsweise, ich habe noch ein zweites gemacht. Da war ich etwas sparsamer mit der Deko und bin dann das Ganze ein bisschen anders ran. Dafür habe ich hier das Außen komplett angemalt mit bronzefarbener Farbe, also mit bronzener Farbe, weil, ganz einfach, das war vorher gelb, richtig gesonnen, quietsch, oh mein Gott, gelb. Und die Lasur war einfach nicht mehr schön, also die Farbe war einfach nicht mehr schön. Dieses Problem habe ich hier ja gar nicht.
hier das total toll, außer dass ich das hier wieder abwaschen muss. Die Farbe ist total schön noch, außer dass ich hier unten das abwaschen muss, beziehungsweise man sieht es ja gar nicht, weil es da drauf steht. Und ja, deshalb darf das gerne so bleiben. Das sind jetzt meine zwei. Ich bin mega happy. Und es hat super viel Spaß gemacht. Also ganz, ganz ehrlich, es hat mega viel Spaß gemacht. Ich denke, ich werde öfters mal wieder Dioramen bauen. Was haltet ihr davon? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Auch gerne, welches euer Favorite ist. Ich finde, beide haben für sich so, ja, ihrs. Beide haben einfach ihre Art. Wenn euch das Video gefallen hat, grundsätzlich, lasst ihn gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Ihr kennt das Spiel. Und falls ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, auch nicht mehr, wie ich weitere Dioramen baue oder irgendwas anderes ausprobiere, baue, whatever. Auf meinem Kanal passiert ja sehr, sehr viel. Dann abonniert doch einfach meinen Kanal, drückt die Glocke und dann werdet ihr von YouTube informiert, sobald ich wieder was Neues hochlade. Ansonsten habt einen wunderschönen Tag. Genießt eure Zeit. Ich wollte gerade noch sagen, wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, dann weiß ich ungefähr, in welche Richtung ihr geht. Es ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, was ihr gerne mögt. Also, nochmal. Habt einen wunderschönen Tag. Genießt eure Zeit. Bleibt kreativ und wir sehen uns.